Herzlich willkommen zum neuen Short Review Review Video und es geht wieder um Pickups. Wenn ich zu sehen bin, meistens um Pickups und ihr seht hier schon ein bisschen was auf dem Tisch und ich fange gleich an mit ein paar Highlights, die ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Ja, in der schweren Zeit gibt es auch doch mal hier in der Nähe von Hamburg Flohmärkte. Es sind leider noch nicht die schönen, wo man jetzt viel Privatleute hat, sondern mehr Händler. Aber ab und zu hat man Glück und ich fange auch gleich mit einem kleinen Highlight an. Einem ja aus den 80ern, 90ern bestehenden Brettspiel Sargos Strategie und Magie. Das ist so ein Fantasy-Spiel, wo man 5 Völker spielt oder maximal 5 Völker und um den Sieg des Landes kämpft. Hat so ein bisschen was von Risiko. Sieht ja ein wunderschönes Artwork. Einfach nur toll. Ja, das war eines der Highlights am Flohmarkt. Weiter geht's mit 2 kleineren Spielen, die ich einfach mitgenommen habe, weil ja, sie von Star Wars sind. Kann man X-Wing spielen. Genau wie es funktioniert, weiß ich nicht, aber ich fand es recht cool. War noch sealed. Also dafür habe ich jetzt 8 Euro bezahlt, beziehungsweise ich und mein Bruder, was ihr seht, ist so ein bisschen gemeinsam gewesen jetzt. Ein paar Highlights, die mein Bruder sich gekauft hat, das meiste ist aber von mir. Auf dem Flohmarkt, wie gesagt, das hat mein Bruder mitgenommen. Ich glaube, dafür haben wir 3 Euro bezahlt. Und ein Kartenspiel von Mandalorian für 2 Euro. Das ist zwar, also es ist noch original verpackt, da drin ziert die Karten. Also das ist echt was Witziges. Kann man sich hinstellen. Tue ich jetzt hier auch auf den Tisch. So, und eigentlich gab es dann noch eine Sache und dann wechsle ich schon gleich den Bereich. Und jetzt geht es um Computerspiele. Nicht viele hat mich erreicht. Es ist hier angekommen, das ist auf dem Flohmarkt, hat ein bisschen mehr gekostet. Sword Art Online Lost Song, zusammen mit dem Vorbesteller Steelbook. Das nächste Game, North and South für die PlayStation 4, schön mit einem leichten Holo-Cover, beziehungsweise hier oben ist nur das Bild Holo, darunter ist das normal. Das ist eine Special Edition oder Limited Edition mit diesem Cover. North and South ist ein Klassiker, den ich schon auf dem Amiga gespielt habe, wo man so ein bisschen sich gegenseitig duelliert und um die Staaten von Amerika kämpft. Das Cover, beziehungsweise im Original war schon so, dass der französische Comic Die Blauen Boys oder franco-belgische Comic Die Blauen Boys einfach als Grundlage diente. Die hatten auch eine Zeit lang die Lizenz verloren von dem Comic, sodass es auch das ohne gibt. Aber damit bin ich aufgewachsen, auch in den 90ern mit dem Amiga. Das war echt klasse. Und hier die PlayStation 4 Version. Klar, das Feeling von früher ist unbezahlbar, aber es sieht recht schick aus. Kommt mit einer Münze extra und ja, sieht einfach nur cool aus. Und es muss da was sein. So, als Manga-Fan, ihr wisst, ich bin auch Manga-Fan, habe ich mir für die PlayStation 4 Fairy Tail gekauft. Das ist noch neu im Ziel. War ein Deal über Kleinanzeigen. Ja, es wird aktuell noch für über 50 gehandelt und ja, jemand hatte wohl so einen Mediamarkt-Saturn-Deal genutzt, zig Spiele gekauft und dadurch konnte man den mir für 30 inklusive Versand verkaufen. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt, ich muss Zeit finden, dann werde ich das Spiel auch spielen, aber wollte ich schon haben. Als großer Fairy Tail Fan gerade und ich Fan von Machina, das ist ein Musikkomponist von Hiro Mashima. Wunderbar. Musste sein für mich. Ein Must-Have. So, bevor ich zu den Mangas komme, auch als 3-Fragezeichen-Fan habe ich natürlich die neueste. Die 3-Fragezeichen und der Jadekönig Nummer 211. Ich habe erst einmal gehört, also ist wirklich gut. Aber ich muss es noch intensiver und viele von den Mangas, die ihr hier seht und auch das 3-Fragezeichen, da verfasse ich Reviews zu, die könnt ihr auf www.shortreview lesen. Hier oben ist eine Internetadresse, da kommt ihr direkt auf die Seite und auf der Titelseite, wenn ich es fertig geschrieben habe, seht ihr auch schon sofort in der Übersicht die neue Folge reviewed von mir. So, dann kommen jetzt ein paar Mangas, einfach querbeet. Fairy Tale, Happy's Adventures. Es geht um den blauen Kater, sein eigenes Leben oder seine Abenteuer in Animal
einer ja, Fabelwelt, wo Tiere sprechen können. Auch eine coole Serie. Band 37 von Seven Deadly Sins und 38. Da ist gerade die neue Staffel von Anime-Folgen auf Netflix zu sehen. Muss ich mir auch noch angucken. Da werden wahrscheinlich schon diese Geschichten, die da drin zu lesen sind, behandelt. Als Anime macht natürlich auch Spaß. So, und es geht weiter mit Food Wars, auch ein schöner Manga. Ich mag die Serie, es geht um Kochen, aber ein bisschen anderes Art von Kochen. Richtig klasse. Ich habe leider erfahren, es ist jetzt Band 33, dass die Serie mit Band 36 endet. Dann haben wir sie komplett. Naja, was soll's. Geht nicht anders. So, als Detektiv Conan-Fan musste ich auch mir, ich zeige euch mal beide gleichzeitig, 3 und 4 von dieser Spin-Off-Serie, und zwar, was war es noch, Zero's Tea Time, kaufen. Ich finde sie bisher nur okay, ist irgendwie noch fehlt mir der Pep, aber es muss einfach sein. So, dann habe ich natürlich hier Mashimas neuestes Werk, Eden Zero, Band Nummer 10, einfach nur großartig, die Serie. Sehr viel Fantasy und Science Fiction gemischt, richtig toll. Genauso wie das hier, Real und Fantasy gemischt, Gigant, ist von dem Autor Hiroya Oku, der Schöpfer von Gans. Gans ist eine echt geniale Science-Fiction-Geschichte, jedenfalls der Anfang, später wird es richtig abgedreht und er versteht es, abgedrehte Geschichten zu erzählen. Es geht um Papiko, das ist ein Mädchen hier in Rot. Das ist eine Pornodarstellerin, die durch eine Wundermaschine sich in eine Gigantin verwandeln kann und gegen böse Monster kämpft. Es ist auch eine Romanze, eine Liebesgeschichte, es ist echt kompliziert, das alles kurz zu erklären. Es gibt Reviews auch auf www.shortreview.de, da habe ich eine Zusammenfassung, echt großartig, kann ich nur empfehlen. Ja, als nächstes geht es mit Spielzeug weiter. Mein Bruder hat sich aus Lego oder von Lego, von der Infinity Saga von Marvel, dieses schöne Schiff von den Guardians of the Galaxy mit vielen Hauptcharakteren wie Thor und so gekauft. Und gut, kann man auch machen. Ist großartig. Er hat auch noch ganz neu, da habe ich noch nicht mal ein Foto von gemacht, einen Lamborghini gekauft von Lego. Wahnsinn, was es nicht alles gibt. Großartig. Lego, ja, das große Hobby meines Bruders. Ich bin einfach nur begeistert von den Sachen. Ich komme gar nicht dazu, selbst damit zu spielen. Deswegen zeige ich euch einfach diese wunderbaren Kartons. Ja, und jetzt geht es zu meinem momentan noch Lieblingsthema wieder, zu Transformers über. Ich habe wieder eine ganze Menge neue Figuren. Und ja, ich bin erstaunt, dass ich überhaupt so viele bekommen habe. Das hat sich alles eigentlich überschlagen. Und das ist, ja, mehr geworden, als ich je gedacht habe. Fange ich mit Klassik an, also mit G1. Ich habe ein paar G1-Figuren aufgekauft und einen kleinen Lot mit drei Figuren. Da war einmal Landmine, der Pretender dabei. Ich habe ihn schon, aber ich habe mir gedacht, so manche Figuren, die mir gefallen, möchte ich doppelt haben. Dann, wenn ich mal eine Vitrine habe, werde ich sie mir in, ja, eine Vitrine stellen, verwandelt und unverwandelt, und da braucht man natürlich zweimal manche Figuren. Die Pretender Höhlen jetzt nicht unbedingt, aber die Pretender selbst. Waffe war nicht dabei, aber er war in sehr guten Schuss. Die Gelenke gehen ein bisschen schwer, ganz leichtes Sunfading, aber ja, Aufkleber sind noch gut und er sieht noch echt sauber aus. Richtig klasse. Na, wo kann man den hinstellen? Sowieso heute wird es hier richtig voll wieder. So, dass ich gar nicht weiß, wie ich das alles präsentieren kann. Und ein kleiner Micromaster, den habe ich auch schon, den habe ich wirklich schon mehrfach. Aber warum soll man nicht mitnehmen, wenn er schon angeboten wird? Mir ging es aber um eine ganz andere Figur, und zwar ging es mir um den Sparkobot. Ich glaube, Guzzle heißt er, ich habe den Namen jetzt vergessen gerade. Hatte ich mir extra nochmal angeguckt, kurz bevor ich das Video mache, und jetzt inzwischen wieder vergessen. Verwandelt sich ganz simpel, rausziehen, Arme bewegen, das war es auch schon. Hinten ist ein Turm, der Panzerturm, und wenn man ihn aufzieht, konnte man aufziehen, ne? Jetzt zusammen, hat er hinten Funken rausgeschlagen, hier ist so ein Rad, dann kam so ein Funken hinten raus,
ist der letzte dieser Reihe. Es gab drei Stück davon, der mir noch fehlte. Mit Kanone kann man ein bisschen bewegen. Also, der fehlte mir. Also musste er in die Sammlung. Das sah doch noch was aus. Ja, G1 geht's weiter. Noch eine Figur habe ich bekommen. Und zwar habe ich mir Twin Twist in der mexikanischen Version gekauft. Jetzt ohne Waffe. Na, er verwandelt sich eben halt in so einen kleinen Bohrer. War so ein Jumpstarter. Das heißt, zusammen verwandelt, aufgezogen und dann hat er sich verwandelt. Funktioniert auch alles noch. Die mexikanischen Varianten haben den Unterschied, dass sie kein... Ich kann es nochmal zeigen. Ich habe meinen klassischen G1 hier auch daneben. Wie ihr seht, es gibt Unterschiede zu sehen. Ne? Hier der links der G1. Oder in dem Sinne, das ist ja der G1. Das Rubbelsymbol fehlt. Das war gar nicht erst hier aufgeklebt. Die fehlten halt einfach. Die Aufkleber, gut, hier können sein, dass die eine von den normalen Aufklebern nicht alle draufgeklebt wurden. Die sind ja ein bisschen billiger, einfach von der Art und Weise. Die Figur selbst hat fast die gleichen Andaten. Man merkt das nicht unbedingt. Aber was ihr seht, das Gesicht ist komplett rot gemalt. Und das auch sehr schlecht. Wenn ihr das mal euch anguckt, das ist ja mega schlecht. So richtig übergreifend auf das andere. Ja, es gab auch noch seinen Partner Twin Twist in Mexiko. Ja, und so wollte ich die einfach mal haben, dass ich da die Variation habe. Mein G1, das ist einer meiner liebsten Kindheitserinnerungen. Der hat sozusagen jetzt seinen Bruder bekommen aus Mexiko. Warum nicht? Ja. Und jetzt geht's weiter. Womit fange ich an? Fangen wir mit G1 an. Ich habe schon mal gezeigt, der hat mich wieder erreicht. Die Reinsure vom Walmart. Ich habe sich den damals schon im schlechten Zustand bekommen. Ich habe ihn mir nochmal neu bestellt von dem Händler. Diesmal ist er ja in einem etwas besseren. Dann schafft es nicht, ohne geschickt zu werden, hinten eingedellt, was durch den Karton kam, in dem er eingepackt war. Da sagt man schon, extra einen Karton einpacken, damit es heil ist. Ja, und wie ihr seht, da ist er top. Das ist das Wichtige. Ich kann ihn wissen, nach außen so präsentieren. Hier ist es ein wenig verschmerzbar, aber es muss auch nicht sein. Weil verpackt man ja einen Karton, der wird ein bisschen zurechtgeschnitten und noch enger zusammengedrückt, sodass man natürlich schon wieder auf sowas draufdrückt. Und das ist sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. So, der geht dahin. So, das ist auch so ein liebstes Wort hier von mir, habe ich festgestellt. Ich habe jetzt eine ganze Menge von den neuen Figuren von Siege, Earthrise und Kingdom wieder. Also von War of Cybertron. Die sind wirklich großartig, G1-artig und es hat sich so ergeben, dass ich einen großen Lot gekriegt habe. Als erstes, das ist jetzt nicht Kingdom, das ist noch eine davor, Power of the Primes. Ist nicht im besten Zustand, aber es gab ihn mit Rabatt. Hier ist auch schon beschädigtes Plastik. Sludge von den ein Dinobot. Auch sehr gut umgesetzt im G1-Style. Das Interessante ist, der größte Unterschied ist, wenn man alle Figuren hat, alle Dinobots, Grimlock habe ich bereits schon mal ganz früher gehabt, aber die anderen habe ich mir nicht zugelegt, die können sich in einen Combiner verwandeln, einen neuen großen Roboter. Das gab es in der G1-Ära gar nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, doch, möchte ich nochmal haben. Zufällig lag der in einem Spielzeuggeschäft, ein bisschen mit Rabatt natürlich auch bekommen, weil er beschädigt war. Und ja, weil Karton ist angediddelt und ich würde es sonst nicht mitnehmen. Aber dadurch, dass er billiger war, habe ich dann auch gesagt, okay, mache ich. So, weiter geht's. Ich fange mal an, dass ich die Siege-Figuren alle vorziehe, die ich habe. Siege war ja das erste. Ein Reflektor. Das ist ja der sich in die Kamera verwandeln konnte. Hat man dreimal den gleichen, hat man die Kamera zusammen. Brauche ihn also noch zweimal. Die nächste Siege. Einer meiner Favorite, auch wenn es nicht die Favorite-Verwandlung ist, Soundwave. Hier das Artwork sieht auch großartig aus. Siege Artwork. Ihr könnt sehen, er verwandelt sich auch in ein Raumschiff. Das ist natürlich nicht mein Soundwave. Mein Soundwave muss sich in einen Kassettenrekorder verwandeln. Es gibt auch Laserbeak und Buzzoff dazu. Nee, es gibt Laserbeak und Ravage dazu in einem Extra-Pack. Habe ich auch mal erworben, auch nicht im besten Zustand, weil sie herabgesetzt waren. Ich habe ja sehr spät erst mit diesen neuen angefangen, deswegen ja, komme ich auch sehr spät eben mit diesen Figuren. Ich versuche da nur die, wo ich eine gute Verbindung habe, mit mir zuzulegen. Aber als
ja, Figur, wenn man ihn sich so hinstellt, sieht er großartig aus. Also top. Der Karton ist im ganz okay Zustand. Der war auch ein bisschen herabgesetzt, weil die eben ausgelaufen ist, die Serie. Und passend dazu kommt der nächste Siege. Starscream. Der kann sich auch echt sehen lassen. Das Artwork ist auch großartig. Er verwandelt sich aber in seiner Zukunftsversion. Das ist also in diesem, ja, Jet, wo er eigentlich eher aus dem G-Gon-Cartoon am Anfang war, bevor sie auf die Erde landeten. Also noch nicht der F-15-Jet. Und das macht ihn natürlich auch besonders. Starscream ist einfach ein Kultfaktor. Und er sieht echt gut getroffen aus. Hier so ein bisschen alles, was sieht man hier auch, so ein bisschen diese Beschädigung. Eben halt Farbabnutzung in dem Sinne gemalt, als ob sie, ja, befinden sich ja gerade im War of Cybertron, also im Cybertronischen Krieg. So, hingestellt, ihr seht, es wird randvoll. Kann man alle hinstellen, es kommen noch viel, viel mehr. So, weiter geht's und ich mache jetzt einfach mal mit Earthrise weiter. Es hat mich zwei Figuren erreicht. Oder auch Cliffjumper. Das schöne Artwork kann man sich auch hinstellen. Verwandelt sich schon als Auto, wie sich gehört. Die große Kanone ist auch aus dem G1-Cartoon. Denn in einem, ich glaube sogar in dem Pilotfilm von G1, schießt auf die Decepticons mit so einer Standkanone. Ja, die ist seitdem mit ihm verbunden. Und ja, so ist auch er da. Ich weiß, dass dieser ganze Teil, das wird randvoll werden. Und ich weiß nicht, wo ich alles hinstelle, ohne alles nicht mehr zeigen zu können. Deswegen versuche ich mal einfach hier ein bisschen aufzubauen. Das ist sowieso schwierig. So, weiter geht es. Ach ja, Earthrise. Auch einer meiner absoluten Favorite, Astro Train. Die Raumfähre hier, das großartige Artwork von ihm. Fanden sie auch als Raumfähre. Und er ist ein Triple Changer. Das heißt, einmal als Space Shuttle, als Zug. Und jetzt gibt es neu so einen zweiten Anhänger dazu, der sich in eine Startrampe für eine Raumbasis, wie es da so schön zu sehen ist. Ihr seht ihn jetzt hier nicht als Figur, das ist ein bisschen schade, sondern nur als verwandelte, ja, Zeichnung von seiner Raumbasis. Ja, das ist das einzig Schade. Ich mag ihn lieber, hätte ich ihn als Charakter gezeichnet gesehen gehabt. Aber er ist ganz gut getroffen. Eben halt in den klassischen lila Blaufarben, wie er auch aus dem G1-Cartoon stammt. Und ja, deswegen muss der auch sein. Wie ihr seht, ich kriege nicht alles unter. Das wird spaßig. Deswegen, ja, packe ich das hier hin. Es werden zwei Fotos werden nachher wahrscheinlich, die ich machen muss, um alles zu zeigen. Geht nicht anders. So, weiter geht's. Jetzt haben wir es Earthrise abgeschlossen. Es geht mit Siege weiter. Kingdom weiter. Kingdom war ja auch jetzt auf Netflix zu sehen. Die Trilogie ist abgeschlossen. Mal sehen, wie es weitergeht mit Transformers. Weitergehen soll's, aber ja, lassen wir mal gespannt sein, was ist. Inferno hat mich erreicht. Hier seht ihr auch die Feuerwehr. Großartig. Hat auch den G1-Style schön übernommen. Die nächste Kingdom-Figur ist Red Alert. Ein Lamborghini. Auch G1-artig, schönes Artwork. Hinten könnt ihr auch sehen, verwandelt sich großartig. Sieht einfach toll aus. Habe ich auch in einem Bundle mitgekauft. Mit einem zweiten noch, den ich euch gleich zeige. Diese Figur, ach, einfach nur klasse. Ist eine exklusive Figur. Die erscheint nur in einem... Ja, Amerika hat leider auch manchmal limitierte Figuren. Es liegt daran, dass Hasbro Deals bringt mit Ketten wie Target. Da gibt es ja auch diese Reinsures, die speziell mal bei Target erscheinen. Das heißt, man muss sie mal aus dem Ausland beziehen oder über Händler, die aus dem Ausland beziehen. Deswegen variieren die Preise auch bei diesen Figuren oftmals, weil sie importiert werden müssen. Und diese hier ist auch Walmart, so ähnlich heißt die Reihe Walgreen oder so, die eben halt diese sich die Lizenz geholt haben. Das ist Walmart, es gibt Target, die exklusiv ist. Auch Amazon hat spezielle Figuren, die nur exklusiv sind. Das heißt, man muss schon gucken, wenn man sich alle sammeln oder alle sammeln würde. Oder man hat einen Händler, der alle beziehen kann. Aber ich suche mir ja die Figuren raus, die mir gefallen. Und deswegen, ja, hat sich Red Alert ergeben. Auch ein Klassiker. Im Endeffekt war es ein Remold, weil Sideswipe und er eben halt, ja,
sehr gleich aussehen. Wunderbar. Aber eine sehr schöne Figur, richtig G1-artig und G1-mäßig. Das geht's auch weiter in dem Sinne. Kingdom Wheeljack. Auch hier schönes Artwork. Er kam wenigstens im Film vor. In der Kingdom-Serie. Hier kann man auch sehen, sehr klassisch verwandelt. Bisschen fehlt ihm eine Pistole, finde ich, weil die Schulterkanone als Pistole macht eben halt eigentlich nicht was her, weil er hat ja hier Saft Schulter und er ist ja auch so ein bisschen Mechaniker, man hätte ihm ein paar Werkzeuge dazu geben können, um auch den Spielfaktor ein bisschen zu erhöhen, das gibt es leider nicht. So, ja, so schon wieder. Die nächste Kingdom oder die letzte Kingdom-Figur, ein Klassiker und einfach eine mega geile Figur, Trax. Schönes, klasse Artwork. Er taucht leider nicht in dem Katalog. Hätte ich gerne gesehen. Er ist ein absoluter G1-Charakter, der sich in so einen schönen Trans-Am verwandelt. Und das Coole war, er konnte sich noch zusätzlich in einen fliegenden Wagen verwandeln. So ein bisschen James Bond-artig sieht es aus. Fast. Großartig. Ja, da gibt es auch ein paar coole G1-Figuren. Folgen mit ihm. Tolle Sache. Taucht in der zweiten Staffel auf von G1. Und ja, ich finde ihn einfach nur großartig, sehr klassisch und ja, wie gesagt, der musste sein. Dann auch mit klassisch geht es in dem Sinne weiter. Ich habe die letzte noch momentan, mir fehlen, naja, es gibt noch welche, aber von der Movie-Reihe, Movie 86 Serie, Cup habe ich mir zugelegt. Cup sieht auch jetzt richtig gut aus. Hier ist auch ein Kopf-Artwork und hier ist noch ein schönes Artwork. Cup ist ein Klassiker, der alte, älteste Transformer, mit dem man sozusagen fast zu tun hatte in der Movie-Serie oder im 86er Transformers-Movie und sehr gut getroffen, auch ein klassischer G1-Charakter und in dieser schönen Edition wollte ich ihn haben. Bisher fehlt mir jetzt noch eine Figur, die mich interessiert. Es gibt noch ein paar mehr aus der 86er-Reihe, aber ich bin jetzt nicht so ein großer Freund von dem Shaktikan, den gibt es noch. Aktuell liegt mein Augenmerk momentan auf die Figuren, die es noch in diesem Zeitraum gerade gibt. Auf Slack, dem Dinobot, den muss ich noch haben, aber der ist etwas größer, der ist so ein bisschen in diesem Format und kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Das heißt, selbst wenn ich jetzt als Erwachsener mein Geld verdiene, weil ich arbeite, ne, als Jugendlicher konnte ich mir vielleicht mal eine Figur im Monat leisten, Taschengeld war nicht alles. Ja, da trotzdem ist er ein bisschen teurer und man muss ein bisschen warten. Das ist halt manchmal auch der Fall. Man kann sich nicht alles gleichzeitig leisten. Und ihr seht ja, ich habe schon eine ganze Menge mir geleistet. Und obwohl ich muss dazu sagen, mein Bruder hat mich ein bisschen unterstützt. Der wollte auch ein paar Figuren haben. Aber ich mach drüber. Sie sind jetzt in meiner Sammlung. Zwei Figuren. Davon habe ich jetzt auch schon welche gehabt. Auch Walmart-exklusive Figuren. Ich fange an mit zwei. Das sind zwei Autobots. Und zwar mit dem Autobot Hybro. Im klassischen G1-Cartoon-Style, ja, nicht Cartoon, klassischen G1-Box-Set. Das sind natürlich Reinsures, aber von den Times Returns-Versionen dieser G1-Figuren. Es gab zwei Waves. Ich dachte mal, es sind 8 Figuren. Nein, es sind nicht 8 Figuren. Es sind insgesamt 7 gewesen, weil sie wurden immer präsentiert mit 2x4 und immer war ein Autobot, der Autobot Brainstorm, doppelt dabei, wenn er angeboten wurde und somit hat man ja, habe ich mich geirrt. Ist halt so. Großartig eben halt, wie ihr seht, dieses G1-Artwork, es ist einfach unbezahlbar, diese Box, das ist so ein Feeling und mit dem letzten, den ja, habe ich schon genannt, Brainstorm, den habe ich auch noch, habe ich dann diese Sammlung komplett. Kurz zur Seite. Und der letzte, wie ich schon sagte, seltsamerweise steht da Autobot Brainstorm. Steht sogar wirklich drauf, Autobot. Auch hier ist wunderschönes Artwork. Ist eben halt die Titans Return Version in G1-Style koloriert. Also die Titans Return Version variiert in der Kolorierung. Auch, wie gesagt, aufgemacht wie das Original G1. Einfach nur toll. Und wird auch in der Box gelassen. Ja, damit habe ich jetzt alle 7 zusammen. Ich werde vielleicht noch mal ein kleines Mini-Video machen, wo ich alle 7 einmal vorstelle. Ich habe sie leider nicht als Original, also sprich als G1-Figur, habe ich eigentlich keinen dieser Headmaster, traurigerweise.
Die habe ich damals ein bisschen versäumt, beziehungsweise sie waren nicht lange in Deutschland erhältlich und ich müsste sie heute, natürlich kriege ich sie übers Internet, über die Welt. Aber als ich sie damals gesehen habe im Laden, waren das eine Zeit, ich hatte nicht das Taschengeld. Es war, glaube ich, 86, direkt als der Film rauskam. Und danach wurden sie nie wieder verkauft in Deutschland. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, die zu finden, beziehungsweise sie sind zu finden, aber ich habe sie einfach noch nicht gesucht. Egal. Das waren meine Pickups. Ihr seht, der Tisch ist wieder randvoll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder so einen vollen Tisch kriege. Momentan ist eigentlich keine Bestellung offen. Das heißt, das nächste Pickup-Video, keine Ahnung, was ich da zeige. Das wird mich selbst überraschen. Beim letzten Mal waren ja so ein paar Bestellungen noch offen. Gut, eine Bestellung ist auch im Feld, eine Transformers-Bestellung. Aber egal, vielleicht findet sich noch was anderes. Es gibt ja immer noch so viel zu entdecken und ihr seht, ich selbst bin auch überrascht manchmal, wenn ich so die Neuheiten sehe oder was ich neu bekomme. Vieles ist ja auch vom Zufall abhängig. Ja, damit beende ich dieses Video, dieses Pickup-Video. Schreibt mir doch in die Kommentare, was für euch hier so ein Highlight war, was ihr euch auch vielleicht gekauft habt oder was ihr euch kaufen würdet, nachdem ihr es jetzt von mir gesehen habt. Und ja, stellt Fragen, kommentiert, meckert, von mir aus auch, ist alles egal. Kritisiert, dass ich vielleicht die Figur nicht so lange genug in die Kamera gehalten habe oder was auch immer. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich freue mich über ein Like, über ein Abo, wie gesagt, Kommentare. Die machen das alles lebendiger und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Wir, hoffe ich. Bis bald, euer Sascha.